Hallihallo, hier ist der Gusua wieder. Wir machen wieder mal, ja, nix. Ich gehe auf Anpassen und der Lichtlevel rein. Jo. In seinem zweiten Account. Und jetzt hau ich... schnell aus dem jetzigen Leben. Gut. Ja, genau, kein Thema. Sobald dann beitreten und... Warte. Also, gib ein schon mal, keep calm. Ich mach gleich offen für alle. Sobald du sagst, dann hau ich den kurz offen. Wie ging das Smiley noch gleich? Ah, Unterstrich, Punkt, hast du die nicht unter Lesezeichen? Nee, hab ich vergessen. Nee, Minus, Punkt, Minus. Ah. Keep, Leerzeichen, Minus, Punkt, Minus, Leerzeichen, kaum. Ah, ja. So, da bin ich. Keep, warte, nee, ich sehe nur Keep, Calm 2. Ja, okay, dann mache ich ihn jetzt auf. Ja, gut. Offen für alle, jetzt darfst du. Jetzt dauert's wieder, jetzt muss ich neu eintippen. ich hoffe, jetzt kommen nicht 1000 Leute rein hier. Da, Keep Calm. Ja, siehst du, ist klar, Cool King ist nicht natürlich genug gleich. Trophäen. Warte, oh, warte. Anpassen, wie viel hast du? Irgendwas mit 900. Egal. Ich mach 200, egal. Du darfst rein. Es geht nicht. Nein! Ja, es lädt. Jetzt. Okay. Jetzt bist du drin, okay. Jetzt bin ich drin. Jetzt geht es natürlich was? Total ab. Oh, wie viele Leute reingekommen sind? Ja, es ist ja klar. ist ja wohl klar, oder? Heftig. So, der erste schreibt ja den WTF. Und zwar, ja, es müssen natürlich gleich wieder ein paar Leute lieben. Gerade vorzugsweise die neu reingekommen sind. Ich hoffe, ich lösche jetzt nicht den falschen, aber doch, glaube ich schon. Also nicht den falschen, wäre ein bisschen fail. Also ich guck mal gerade, ich lösche jetzt nochmal ein paar Leute raus. Todestom. Zack. Ha, lol, der hat ihn selber verlassen. Das ist ja auch nicht schlecht. Cool Baby, yeah. Ich bin der Echte. Ja, genau. Echte mit D geschrieben, das ist auch gut. Ja, und bin mit P. Jeffrey. Aber ganz ehrlich, der Name, alleine weil er Jeffrey geschrieben hat. Oh, schade, er wurde gekickt. Ganz ehrlich, Jeffrey... Ich hätte dich drin gelassen. Ich finde den Namen ja so sweet. Wieso guck mal, du? Na, guck doch mal, wie er den geschrieben hat. Ich sehe es nicht. Na, die dritte Nachricht von, nee, die vierte Nachricht von oben jetzt gerade. Im die Clan. Gruppe? Jeffrey. Ah, ja, das ist schon ziemlich geil. Ja, so. Das soll dazu erstmal gewesen sein. Ihr seht später wieder mehr von mir, aber erstmal wird beim Lichtl aufgenommen. Ihr haut rein, Leute. Tschüss. Hallöchen, Popöchen. Da ist er wieder. So. Los geht's. Guso am Start. Letzte paar Minütchen im Push. Ich habe gerade fast eine Stunde mit dem Fleoneo aufgenommen. Wenn ich das nicht vergesse, haue ich auch mal die Verlinkung rein. Und wir haben schön gequatscht. Das Video dazu findet ihr auf seinem Kanal. Cooles Ding. Aha, auch geil, Loot. Aber ich habe keine Queen. Die habe ich zuvor bei einem anderen Angriff verdroschen. Aber ja, Push läuft halt. Also Push ist halt wirklich geil. Ich glaube auch echt, also ich werde... Denke ich mal echt fast jeden Tag, den ich mittlerweile dann eben am... aufnehmen bin, wirklich einen Push drin haben, dass man halt wirklich ein bisschen weiterkommt. Dass man wirklich ein bisschen was schafft. Und weil sonst in der Woche, also klar, ist ja jetzt heute auch in der Woche, aber wisst ihr, was ich meine, so ganz normal unter der Woche macht man ja halt keinen Push und also so mache ich es zumindest nicht. Und dann hat man eh nicht so viel Zeit, dann macht man vielleicht mal zwei Angriffe hintereinander und das war's dann. Und da passiert natürlich nicht viel. Und ich war auch schon so ein bisschen überrascht, als ich das Vergangenheitsvideo gemacht habe. Das sind ja wirklich irgendwie vier Monate, die ich da ja halt gerackert habe, sage ich mal. Und dann merkt man, naja, eigentlich so wirklich weit heldentechnisch ist da natürlich nicht viel passiert. Also klar, ich habe den King 5 Level höher gezogen, aber das ist ja jetzt auch nicht so extrem viel. Bin ich der Meinung. Was sagt ihr dazu?
ab in die Kommentare. Wie gesagt, wieder euren imaginären Zettel rausnehmen. Ich wollte schreiben, was ihr oder was ich davon halte, wegen dem King auf Level 15 anstatt auf Level 10. Also, dass das in 4 Monaten geschafft wurde. Ich meine, das ist pro Monat gerade mal ein Level. Das ist jetzt nicht wirklich viel. Und deswegen muss ich mich da halt ransetzen. Das dunkle Elixier habe ich ja jetzt schon wieder auf 59. Das ist in Ordnung. Der King schläft gerade noch. Also, da sollte auch noch was gehen, auf jeden Fall. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Also, ist halt so. Medium geil, finde ich. Also, das fand ich schon so ein bisschen, wo ich dachte, naja, warum geht denn da nicht noch mehr? Und warum habe ich hier jetzt 48%? Ich will nicht meine Clanburg raushauen dafür. Nee, möchte ich auch echt nicht. Dann sage ich lieber, gut, okay, ich verliere. Und dann ist das halt so. So ist das Leben. Einmal befüllen kriegen wir hin. Und da seht ihr wieder 6 EP. Ja, weil wir einfach mal im Clan Level 4 sind. Da kann man natürlich dann noch ein bisschen was mehr machen. Finde ich auch ziemlich geil. Aber Level 5 wäre natürlich noch geiler. Da werden dann, glaube ich, sogar die Truppen um ein Level geupgradet. Sprich, du spendest einen 5er Magier und bekommst einen 6er. Das ist schon ziemlich geil. Ich werde schon leicht müde, aber so ein bisschen was muss ja gehen. Oh, ich könnte. Was denkst du? Wie lange brauchst du? Ja, ist eine gute Frage. Also, wie lange ich dafür brauche. Ich bin mittlerweile echt so der Meinung, Antwort im Video. Ich bin halt eben irgendwo der Meinung, ich habe ja zuvor gesagt, ey, hier maxed out 9, komplett egal, wie lange das dauert. Da habe ich auch kein Problem mit. Ich hätte auch kein Problem mit damit, jetzt noch 2 Jahre auf 9 zu bleiben. Gar kein Thema. Würde ich auch auf jeden Fall so weitermachen. Bloß das Problem ist halt, also ich muss mir das ungefähr so eintakten, dass ich halt wirklich mit den Helden gleich megamäßig loslege, weil ich halt die Vermutung habe, dass ich eventuell wirklich die Mauern vorher fertig habe, bevor ich die gelevelt habe. Und das wäre halt ein Mega-Fail. Ich sehe gerade hier am Ende des Pushs läuft es halt hier echt gerade richtig fett. Also Hashtag Mega-Fett, würde ich sagen. Und zwar haben wir hier garantiert einen richtig schönen, naja, was heißt garantiert? Doch, der ist garantiert richtig schön inaktiv. Den hier brauche ich auf jeden Fall. So. Oh ja, ich hab's halt gerade mit dem Husten, echt nervt voll. Aber so ist es halt. Der Gusur ist halt ein bisschen krank. So, gucken wir mal, ob wir den hier jetzt halbwegs richtig gesetzt haben. Und dann gehen wir da mal rein. Und jetzt muss ich gucken, was der Bohrer drin hat. Ob der genug drin hat. Ob der sein Zeug gut verteilt hat hier. Ja, das war schon nice. Der hat einen K, glaube ich, drin. Und damit meine ich kein Ford Car, wenn ihr wisst, was ich meine. So, jetzt gucken wir mal, was wir hier Alex-mäßig haben. Oh, da passiert schon was. Also ich denke, ich lasse das nicht anbrennen und ziehe mir erstmal das Äußere. Und dann hier noch ein bisschen Loot. Na, nun komm. Ja, genau. Ja, ich glaube auch immer einfach das, was man haben kann. Sollte man erstmal mitnehmen und dann kann man immer noch rumheulen und sagen, nee, war nicht so toll, war nicht so toll. Obwohl das mit dem Rumheulen ja eh nicht so meins ist. Also, wenn ich es verkackt habe, stehe ich dazu und fertig. Ich schicke die Clan-Truppen mal hier hinterher und mache eventuell mal meine Queen ein bisschen auf Heal und so. Dann gucken wir mal. Oh, ist die Queen echt noch komplett geheilt worden? Oh, nice. Das ist echt geil. Das ist echt geil. Ein Hoch auf den Heal.
Und jetzt natürlich schön noch das Dunkle snacken. Und dann natürlich sogar noch einen Heal haben. Aber ich glaube, den verballere ich jetzt nicht. Mal gucken, mal gucken. Also, wenn wir hier jetzt echt noch hier das Alex-Wunder sehen, dann würde ich das natürlich auch noch auspacken. Zumal nur Fläche schadet der Queen natürlich gar nicht. Also, das ist ja Pillepalle. Damit kriegt er meine Queen nicht tot. Das ist schon mal ganz klar. Aber wenn wir hier natürlich sowas haben. Ich weiß es nicht. Ja, und jetzt würde ich sagen, doch. Ich glaube, das ist. Den hätte ich zwar noch ein bisschen taktisch klüger setzen können, aber. Ah, der Heal, der haut schon ganz schön was raus. Echt, muss man jetzt mal sagen. Und jetzt sogar noch ein bisschen Gold. Ich meine, okay, hat sich nicht gelohnt. Aber egal. Also, Spaß gehabt auf jeden Fall. 3,5 K D-Alex läuft bei mir. Auf jeden Fall cool. Also, ich habe angefangen. Glaube ich. Wir können es ja gleich angucken. Das sehen wir ja gleich. Ich glaube, ich habe wieder. Also, den Boost habe ich nicht komplett genutzt. Also, ich habe. Klar, ich habe mit Lichtlin ein bisschen getalkt. Mit Fleoneo habe ich halt eben noch eine Runde gezogen. Und das geht halt irgendwo auch vor. Und die wollten natürlich auch ein bisschen was für ihre Kanäle aufnehmen. Mit dem Titan Guzor. Und. Deswegen ist das ganz nett. Aber jetzt gucke ich mal gerade. Ich schau mal vor. Wow, ich habe doch schon einige Angriffe gemacht. So, gucken wir mal. Ja, das war hier nichts. Aber okay. Okay. Nee. Ja. Ja. Ja, Townhall snipen. Und hier halt hier 3,5. Das ist halt echt nice. Das ist halt echt nice. Vom Dunklen her, also ich bin der Meinung, irgendwie um und bei 13 K müssten es gewesen sein, die ich in dem Boost gefarmt habe. Und das ist voll in Ordnung. Das ist voll in Ordnung. Alles außer Kobolde kriegen wir hin. Und damit kann ich echt zufrieden sein. Und dann würde ich auf jeden Fall. Ja, ich denke mal, es könnte sein. Es könnte sein, dass ich die Queen ziemlich genau, sobald ich den King fertig habe, dann losschicke ins Schlafland und dann mit 80 K einfach mal die Queen auf 16 ziehe. Hier in Linus Boss gucken wir mal in den Angriff rein. Wobei ich aber echt, ihr seht selber, also ich bin da voll gerade echt von abgekommen mit diesem epischen Angriffen. Ich denke mir, das gefällt euch natürlich auch, dass ihr die seht, ganz klar. Aber ja, also ich will es auch nicht irgendwie. Wie soll ich sagen? Also man möchte ja nicht irgendwie so sagen, naja, gut, okay, jetzt bringt er wieder ein paar epische Angriffe und so weiter und so fort. Sondern es ist halt auch irgendwo eine gewisse Abwechslung nötig, denke ich. Und jetzt habe ich gerade halt wirklich echt so mega den Erzählungs- oder Erklärbedarf, wie auch immer, und möchte das halt einfach nutzen. Und denke, das ist einfach so der richtige Weg, als jetzt hier 20.000 Mal epische Angriffe zu bringen und zu sagen, ja, okay, ist Barge und so weiter und so fort. Das wisst ihr selber, denke ich. Also ist halt mo momentan so, wo ich sage, ja, so. Und deswegen, also ihr seht auch halt immer wieder, wenn halt der Bock halt da nicht so dabei ist. Dann seht ihr das halt. Also ihr seht halt, ey komm, der ist ehrlich, das schockt ihn halt nicht so gerade an. Und deswegen wird es halt nicht gemacht und fertig aus. Und wenn ich da eben keinen Bock drauf habe, dann wird es nicht gemacht. Weil das ist nicht so, ja, okay, ich mache es jetzt hier, weil es gemacht werden muss. Nö. Und das werdet ihr halt auch nicht erleben. Das ist halt so eine Sache. Ganz klar. Ja, das war natürlich mega Loot, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. So, und das soll es aber auch gewesen sein. Ich guck mal gerade noch rein. Ich bin der Meinung, ich bin immer noch bei 50 Mauern Level 10. Gucken wir noch mal kurz rein. Ich weiß es nämlich nicht mehr hundertprozentig. Dum, dum, dum. Anpassen. Alles löschen. Ja, 50. Genau. Aber, das hatte ich beim letzten Mal reinschauen noch nicht. Ich habe ja mittlerweile echt den Luftfeger im Upgrade. Applaus für den Gusua. Geil. Das ist geil. Läuft auf jeden Fall. Das war's von mir. Ich wünsche euch was und ihr haut rein. Ciao, ciao.